So. Gucken wir mal wieder hier nach den Fleischtauben. Das ist mal was Neues hier. Das sind Giant Homer in Weiß. Hier, 1, 2, 3. Hier vorne ist es eine Texanerin. Und hinten rechts noch der einzige Weiße. Vier weiße Giant Homer. Und der letzte King in Weiß. So. Haben wir hier hübsches. Das ist ein hübsches Täubchen. Die blauen Kings sind ganz schön mächtig. Ja, doch. Das ist John Rumble. Ja. Die Giant Homer sind auch in der Mauser. Oh, hier sitzen ganz viele Jungtiere. Alles Texaner. In der Ecke sind noch Eier drunter. Ja? Und die Giant Homer, die roten, haben die schon gelegt? Nee. Immer noch nicht. Aha. Schwarze Texanerin. Oh, schwarze Texanerin. Die nehme ich mit. So, das war mal ein kurzes Video. Mal wieder. Guck mal hier. Von den Masttauben, Fleischtauben. Mal so mal den Vergleich sehen will. Die Giant Homer sind etwas schwerer als die Texaner. Eigentlich genauso relativ ruhig, flugunfreudig. Na, die King sind auch ruhig und flugunfreudig, aber noch nicht so zuchtfreudig. Ja, doch, legen die. Ja, aber ziehen die genauso schnell Küken hoch wie die Texaner? Ja? Oh, hätte ich nicht gedacht. Den schwarzen Texaner hätte ich gerne auch noch mal für die Jungtierausstellung. Den nehme ich mir auf jeden Fall mit. Nein, das ist ein schwarzer. Hinten in der Ecke, die Dame da. Die kommt mit. Gefällt mir. Ja. Ja, ich weiß, meine Beste wahrscheinlich auch. So. So viel dazu. So. Ist das rechts hinten Texaner oder Hubbel? Da. King? Ich dachte, ach so, dieses, das neue Paar King. Richtig, dann war ja das doch nicht der letzte King. Die weiße Kingtaube plus Tigerung. Tigerte, das müsste das Männchen sein. Das ist das Weibchen. Okay. Bin ich mal auf die Jungtiere gespannt. Den nehme ich aber auch mit. Auch wenn er ein bisschen kleiner ist. So, das war's. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.